Münster staat bekend om de vrede die er in 1648 werd getekend en aan onder andere de 80-jarige oorlog een einde maakte. Maar dat Münster veel meer is dan historie, leggen onze locals vast op de gevoelige plaat. Kijk je mee? Mijn naam is Jana Peters, ik ben 27. Mijn naam is Daniel Peters en ik ben 31 jaar oud. Vor 7 Jahren sind wir nach Münster gezogen, zusammen in unsere erste gemeinsame Wohnung. Meine Eltern sagen immer, dass ich mit 13 schon gesagt habe, dass ich irgendwann mal nach Münster ziehen möchte. Ich fand die Stadt immer schon wundervoll. Wir sind jetzt hier gerade am Stadthafen. Hier haben früher die Schiffe angelegt. Inzwischen ist es einfach echt ein schöner Ort, weil er so vieles kombiniert. Man hat hier Gastronomie, man hat das Wasser direkt vor sich. Einfach ein besonderer Ort, wo Kultur, Tradition und Moderne aufeinandertreffen. Was das Fotografieren in Münster besonders macht, ist, glaube ich, die Vielfalt. Weil man eben die Altstadt hat, man hat den Prinzipalmarkt, man hat die Natur. Es gibt so viele Facetten, die man festhalten kann. Eins, was auf unserer Liste noch steht, ist der Pablo Picasso Platz. Da kann man ja aus dem Museum von oben ein Foto machen. Das haben wir tatsächlich noch nicht geschafft. Stimmt. Was wir mit dem Instagram-Account erreichen wollen, ist eigentlich eine Freude zu machen, Menschen schöne Bilder von dieser Stadt zu zeigen, ein bisschen Werbung auch zu machen für die Stadt, weil die uns einfach am Herzen liegt. Das können nicht viele Städte so bieten, so ein perfektes Fotomodel zu sein wie Münster. In unserer Freizeit sind wir ganz gerne einfach mit dem Rad unterwegs oder gehen wandern. Wir gehen auch sehr gerne ins Theater oder ins Kino. Sondern kleine Szenebühnen, Boulevardtheater und das ist dann gemütlich und einfach was Besonderes. Es gibt viele Aspekte, worauf man in Münster stolz sein kann und das ist zum einen einfach diese kulturelle Vielfalt, die wir hier haben. Die Menschen, es ist irgendwie freundlich, man fühlt sich hier direkt wohl, auch wenn man eben nicht hier geboren ist, aber man fühlt sich ganz schnell zu Hause.